Eigentlich sollte jeder mit Menschen kommunizieren und Verbindung aufbauen, weil schließlich weiß keiner, was der andere fühlt oder macht oder was in seinem Kopf vorgeht. Ich bin ein Busfahrer von DSW 21 und in meinem Beruf ist es üblich, mit mehreren tausend Menschen am Tag Kontakt aufzubauen und dadurch lernt man auch Menschen kennen. Und dadurch respektiere ich auch viele Menschen, weil wie du gegenüber zu Fahrgästen Respekt hast, so haben die auch Respekt gegenüber zu dir. So sehe ich das. Und in meinem ehrenamtlichen Beruf als Tanzlehrer respektiere ich auch meine Schüler, auf welche Art und Weise sie es lernen und lernen wollen. Weil ich kann nicht sofort von jemandem erwarten, von 0 auf 100 zu steigen. Deswegen immer locker und mit viel Respekt und Geduld erreichen wir schon einiges im Leben. Ich gehe auf Menschen so zu, mit einem Lächeln, weil Lächeln öffnet alle Türen in dieser Welt, weil so wie du in den Wald reinrufst, so schallt es immer wieder raus und ich kriege immer ein Lächeln zurück. Zum Tanzen kam ich durch einen Film, das heißt Beat Street, damals. Und das haben wir geguckt, dadurch haben wir uns inspirieren lassen mit meinem Bruder. Wir sind immer zum Tanzen gegangen und ein Kollege, der uns sehr nah war, der hat andere Wege gesucht und dadurch ist er an Drogen gestorben. Und ich und mein Bruder dachten uns, hey, wenn wir den Leuten diese Leidenschaft Tanzen beibringen, dann kriegen wir vielleicht viele von der Straße weg, viele von Drogen weg, viele von dies, das weg. Und dadurch haben wir versucht, mit vielen Jugendfreizeitstätten ehrenamtlich drogenabhängige und schwer erziehbare Kinder zu unterrichten. Und so haben wir unseren Weg getroffen und das ist ein schöner Weg gewesen, weil im Laufe der Jahre habe ich ganz viele Kinder gehabt auf einmal, die von 0 auf 100 gegangen sind, die sich raschartig geändert haben, nur für ihre Leidenschaft und aus dem, was geworden ist. Das ist schön. Jahre sind wir offiziell dabei. Wir haben Meistertitel, wir haben an Weltmeisterschaften teilgenommen, wir haben für berühmte Leute getanzt. Tanzen gibt mir innere Frieden. Wenn ich tanze und trainiere, bin ich ausgelassen, bin ich ruhiger. Und wie gesagt, das ist eine Leidenschaft von mir. Das ist schon in mein Blut eingegangen. Ne? Also Tanzen und Busfahren hat gemeinsam, dass man viel mit Menschen zu tun hat. Wie beim Tanzen, wenn ich jemandem was beibringe, muss ich genauso viel Respekt haben vor den Schülern, wie vor den Fahrgästen, die reinkommen und Gesicht ziehen, sag ich mal. Man hat viel mit Menschen zu tun, man hat viel Geduld gelernt mit den Jahren. Manche Menschen, die kommen rein und denken sich, pff, so ein Busfahrer wieder. Ne? Hätte er mich erstmal kennengelernt, wüsste er, dass ich nicht nur so ein Busfahrer bin. Ich habe einen Namen, ich habe auch meine Geschichte zu erzählen über mein Leben, was ich tue, was ich mache. Ein Mensch, der eine negative Einstellung hat, der kann nicht einfach sagen, ich bin positiv. Das geht nicht. Der muss schon seine Einstellung erstmal ändern, positiver machen und dann sollte er mit einem Lächeln durch dieses Leben gehen. Ne? Lächeln ist das Wichtigste.